dann diese unbeschädigten Skunk heute sammeln. Sag bloß, da ist eins. Da ist eins! Jawohl. Ist ja vielleicht noch irgendwo eins? Moment, Moment, Moment. Jetzt ist sie aber fertig, oder? Gott! Bye bye. Ja, beide direkt. Oh, was für eine Stinke hier. Bah! Das machen wir jetzt noch. Oh, der da oben frisst gleich so hart. Das denke ich irgendwie nicht. Mann, Sneaky Biggie Action, hoppala. ist hier ein Alarm an? Nee, ne? Pff, in die Hand geworfen. Ja, oh fuck, deswegen muss ich jetzt erstmal sterben. Nee. Wen hatte ich denn da eben? Das ist so edel. Musik, chill doch mal. Ich denke jedes Mal, ich werde entdeckt oder sowas, wenn die Musik so ausrastet. So. Ich brauche jetzt mal erstmal die Sichtung hier. Da ist noch einer. Da haben wir noch eine Karte. It's a boy. Das ist einfach so nice mit den Schaufeln. Oh, da ist ganz, ganz viel Zeug drin im Haus. Was im Kollapsfeuer? Jawollo. Ja! Ultra viel Kram in Safe, also. Und wir sind so sneaky peaky. Keiner weiß, wo, wer oder was wir sind. Munitionsauflistung ist mir egal. Richie, bist du da? Ja. Ist denn jemand da? Die Peggys. Sie holen Leute. Diese verdammten Monster haben vor meinen Augen eine Frau erschossen. Mit Pfeil und Bogen. Verdammt nochmal. Sie hat angefangen zu zucken. Ich bin weg. Ah. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Die Bullen gehen nicht ran. Boston Jerome ist weg. Soll ich Eli anrufen? Ich weiß, dass sie sich Leute holen, aber das ist was anderes. Shit. Shit, der eine da außen war gerade eben echt nah an uns dran. Ich hab gezogen, wo der ist. Der war direkt hier. Der war direkt am Fenster. Wie dreist war das, bitteschön. Die Musik ist so ultra auf krass, krassend. Spannend und sowas. Voll eklig. Alter, wer war denn das jetzt? War das ein Geist oder was? War das ein Geist? Du. So. Da ist auch einer. Bin ich gesehen, wo? Ah, da. Ah. So, Trulla, jetzt können wir dich auch mitnehmen, ne? Heide, nein, Kartoffelbrei, ja. Ich bin gleich da. Schade, jetzt habe ich den gar nicht markiert, ne? Alter, Alter, oh mein Gott. Ach, shit, wir wurden entdeckt. Ja, 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 bla, 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 bla. Aufstellung der Wolfsköder. Wir müssen für Jacob so viele lebende Wölfe wie möglich fangen. Stell die Wolfsköder an diesen Koordinaten auf und komme nach. Ein paar Stunden zurück, um zu sehen, ob schon mal hier. Ha, ich glaube, wir wurden gar nicht entdeckt. Ja, ich glaube, wir wurden überhaupt nicht. Also, der Wolf hat uns halt gebissen, aber. Es schien mir einer gewesen zu sein, der so oder so da rumrennt. Haben wir nicht da irgendwo einen Alarm? Den Alarm haben wir ausgemacht, okay. Ist da drüben nicht noch einer? Shit. Irgendwas passiert hier.
Wir holen jetzt den einmal. Bye bye. Ja! Aber es ist nicht. Ja, doch unentdeckt. Ja, nice. Heißt eigentlich unentdeckt zwangsläufig auch ohne Alarm? Ich meine, ich kann ja auch entdeckt werden und trotzdem alle natzen, bevor sie den Alarm rufen. Und was ist mit euren Autos los, Leute? Ihr müsst ein bisschen besser auf eure Autos acht geben. Die sind ja voll im Arsch. Wasserstoff für eine Mission, ne? Du die Ranger-Station befreit hast. Ja. Ich hätte eine Herausforderung für dich, wenn du es dir zutraust. Ich habe die Ziele wieder aufgestellt. Der Rekord, alle zu treffen, liegt bei 30 Sekunden. Mal sehen, ob du das besser kannst. Was, worum geht's denn? Wer hat zwei Daumen und gerade ein Peggy-Versteck ausgemistet? Diese die Dinger hier, oder was? Komm, ich teste mal kurz. Ist die Mission jetzt... Ist das... Was geht, Bro? Muss ich spezielle Ziele treffen, oder was? Muss das in einer Reihenfolge sein, der Gewissen? Oder was? Ich sehe kein Ziel mehr, hallo? Bin ich gerade blind? Ah, da drüben! Alles klar, du packst das. Eins noch! Wo ist es? Ich will mir gar nicht vorstellen. Ach, da oben. Ich hab's nicht gesehen. Ha! Runde 2! Okay, here we go. Hey! Die gehen generell hoch und runter, ne? Das sehe ich richtig. Direkt vor mir ist auch eins. Okay. Wo ist das andere? Das war gar nicht getroffen, das Ding da hinten. Okay. Muss ich Tauben treffen jetzt? Ich meine Enten. Verarscht ihr mich? Enten! Hock ich doch mal hin! Ich treff das nicht, Ich treff den nicht, die waren jetzt. Mal mit dem Bullet Drop da krieg ich halt nix hin. Vielleicht wenn ich zufällig eins treff? Ein Entchen? Nein. Ja, lande doch mal, genau. Lande doch mal irgend. Hä? Die ist einfach gerade in der Luft gelandet. Und dann runtergefallen. Die Klinge ist erst scharf, wenn sie nee, durch Leder wie durch. Nee, da kann ich auch nicht helfen. Okay, naja. Aber ich habe ja gesehen, dass wir hier noch so einen ultrageilen Truck haben, mit dem wir so ein bisschen Rambazamba machen können. Ich habe die Mission nicht geschafft, schade. Und der hat gar keinen so ein Bedienfeld. Was? Nee. Ich dachte, die Mission kann ich jetzt einfach beenden. Hey, alles klar. Muss ich die jetzt zwingend machen? Freut mich, dich zu sehen. Leichtes Ziel. Okay, ich muss gucken, dass ich die beim Start irgendwie hole. Jetzt habe ich gerade die Missionsdetails. Ah, da sind sie. Shit, Mann, okay. Kurz abwarten. Mach ich. Ha! Gut gemacht. Komm zurück, dann machen wir es offiziell. Nö, ich meine offiziell, ja klar. Gut gemacht. Du kannst gut damit umgehen. Hier, das hast du dir verdient. Danke. Übrigens, ich bin echt stolz auf YouTube, dass die letzten paar Folgen gar nicht gefleckt, gedingst wurden, ne? Getroffen wurden, ihr wisst schon. Okay, aber jetzt bräuchten wir doch vielleicht mal. Was ist denn da drin? Ja, gut gemacht. Das haben wir schon gelesen. Schlüssel haben wir gefunden. Ah, das sind die akustischen Wolfskelette, die hier rumstehen. Alles klar. Wer ist denn das? Aber das kann doch gar nicht sein. Der eine ist tot, den habe ich irgendwie umgebracht. Hihi. Wo müssen wir hin? Wieder runter, einfach zu den Kiegels. Naja. Appartements geschwind hier. Also, da kenne ich nichts. So. Auf und dahin. Und dann geben wir dem Dödel von Arzt mal die Köder. Und hoffen einfach, dass das dann bereits reicht und wir nicht nochmal los müssen. 2 von 3, what the fuck? Stasi-Test.
Da stand eben was von Grizzly-Geschichten, die noch fehlen. War stimmig? Nee, nee, nee. Sicherlich ein Fehler. Hab gehört, du warst bei diesem. Ich muss ja durch! Achtung! Hey! Gut, dass ich gerufen habe. Das hätte schief gehen können, was? Tut mir leid. Ich hätte nachsehen sollen, bevor ich dich rausgeschickt habe. War meine Schuld. Aber du hast gute Arbeit geleistet. Wir haben genug von den Blissproben. Und die haben wir gebracht. Ich hatte Zeit, die Formel anzupassen. Und jetzt ist sie wasserdicht. Sobald sie fertig ist, kannst du dir eine neue Ladung mitnehmen. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, was du getan hast. Der Sheriff hat gesagt, dass du gut bist. Aber für so gut habe ich dich nicht gehalten. Ha. Was geht jetzt ab? Ah, die Proben stellt er jetzt her. Oh, stinke. Danke, meine Ausrüstung ist sicher. Läuft. Kann ich die jetzt haben, diese Blissproben-Sachen? Köder-Upgrade. Köder können jetzt... Was? Key-Upgrade. Ich habe alles wieder so wert wie früher. Kommt her. Willst du was? Das heißt, ich kann jetzt endlich alles abgeben? Ja, es läuft halt bei mir, ich weiß. Oha, Dude. Oha. Richtum, Alter. Richtum over 9000. Dann holen wir uns jetzt sowas von, diese wunderschöne Wumme. So, und zwar die hier, oder? Alter, die ist das... Ne, wir haben ja schon eine. Wir holen uns mal einen Granatwerfer doch mit zum Schlängelchen. Oh, Schlänger, Schmecker. Ah, boom. Wo machen wir den hin? Der Raketenwerfer war schon echt eine tolle Sache, aber... Irgendwann ist halt auch gut, ne? Den kann man nicht weiter vom Aussehen her verändern. Oha, cool, cool, cool. Das sieht echt schick aus, das Ding, oder? Also, unsere Waffen sehen generell schon ziemlich epic aus jetzt. Naja. So. Also, Missionstake. Achso, halt, haben wir noch? Ja, 17 Punkte. Gesundheitswert um 300% erhöht. Das ist schon sehr, sehr nice. Wir kommen gerade zurück. Das ist die Munitionsgeschichte, dass wir einfach mehr davon tragen können. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, finde ich. Wir könnten natürlich... Fische werden schneller müde und neue Fliegen werden im Angelslot des Werkzeugrads freigeschaltet, um größere Fische zu fangen. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Das Angeln war schon irgendwie cool. Das Weitere machen wir das ja noch. Und gucken wir, dass wir die Trish... Dass wir sie jetzt schneller... Dass sie schneller zurückkommt. Und das hat mich jetzt eben echt abgefuckt, dass sie nicht da war, die Troller. Ja, wir verfolgen jetzt noch diese Mission hier. Ich weiß, wir haben jetzt hier halt keine, kein Dingens, keine Anzeige, aber mit den, achso, halt, oh, wir haben noch voll viele Außenposten hier bei der Faith. Wir haben, das ist da oben angezeigt, genau, die Drogenboote und die Drogentrucks. Die werden wir beiläufig mitnehmen, die Mission, also beiläufig einfach zerstören, wenn wir welche sehen. Aber hauptsächlich würde ich sagen, holen wir uns jetzt noch die ganzen, Orte, die hier noch nicht von uns befreit wurden. Und zwar nehmen wir sie uns mit Gewalt, den nächsten machen wir jetzt mal richtig aggressiv. Und wiederum den nächsten machen wir dann mit Pistol Action. Ihr habt euch Pistol Action gewünscht. Die ist jetzt ja möglich mit dem Visier, nehme ich an. Ich habe es auch gar nicht getestet. Doch, wir haben vorhin kurz damit gespielt, glaube ich. Ja, Drogentrucks fahren hier bestimmt rum. Da vorne ist ein roter Punkt. Ist das... Nee, den kann ich nicht kaputt machen. Da sind arme Gefangene drin. Achso, und hier am Wasser können übrigens auch Drogenboote sein. Lass mal ganz kurz hier durchfliegen. Vor allem unter der Bridge durch, weil wir einfach krasse Hustler sind. Oh, shit. Was für ein Manöver. Oder Patricia? Ja. Boah. Wow. Ihr fliegt. Das war ein fucking Spaziergang, sagt sie. Weißt du, ich fliege. Und sie sagt ich. Ach, du bist einfach lustig. Da schießt was. Komm schon. Sind hier vielleicht auch Feinde für mich? Wer ist jetzt hier der Böse? Ich weiß gerade nicht genau, wer hier... Du da? Hallo? Bye, bye. Da. Das sind die, oder? Das sind mal kurz. Waren das die? Ja, zwei. Zwei von, Pumpf. Au. Ist hier irgendwas? Ne, wir werden nur angeschossen. Ich dachte kurz, wir werden gegen irgendwas geflogen. Guck mal, da die Höhle. Ey, die Höhle sieht immer nice aus. Attackt! Oh, können wir da rein?
Okay, die müssen wir uns merken. Das müssen wir uns merken. Warte mal, ich mach die Karte auf. Kann das jemand bitte zeichnen? Gefängnis von Hope Country? Und hier ist die Höhle. Direkt hier. Ich denke hier. Gegenüber von dem... gegenüber von Nelsons Haus. Okay, weiter geht's. Irgendwie sind wir jetzt hier ziemlich... unfündig geworden. Gar keine Drogenboote am Start. Nur eben ein Truck. Da ist eins. Nee, das ist ein Jetski. Das waren sogar Leute von uns, glaube ich. Schade. Ich will jetzt auch nicht ewig hier rum. Bye, bye. It's getting hard in here, so... Töte keine Unschuldigen? Was für Unschuldige? Zivilisten gerettet. Fuck. Also ich meine, gut. Zum Glück sind die gerettet, aber irgendwie auch gestorben dabei. Hallo, ihr Lurche. Bye, bye, ihr Lurch. Lurch, Buis. Nee, wisst ihr was, wir machen das nicht einfach nur mit Heli, das stinkt langweilig. Wir gehen jetzt mit unserem ultra geilen Ding dran. Mit unserer neuen Waffe und so. Also wir machen das schon mit Rambazamba, aber gemütlich, gemütlich mit Rambazamba. Nicht aus dem Heli. Kann ja jeder. So, wir entdecken jetzt erstmal alle. Hat die eben gesagt, ich habe gefurzt, so ganz leise? Weiß es nicht. Es klang gerade so. Okay. Oh no. Sehr gut. Also, wir snacken mal die auf den Dächern weg. Und die nerven uns sonst ultramäßig. Bye bye. Wuhu! Alter, sind die nice. Hol dir auch mal einen. Snack mal den da. Ja, höchste Zeit, ne? Hinter uns ist auch irgendwas. Das ist das Flugzeug. Oh shit, sie haben Alarm gerufen. Oh jawohl, es brennt alles ab. Come on, Snitch! Ah! Oh, 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 scheiße! Alter, was war das? Alter Verwalter, das war echt nicht geplant. Aber wir haben ja auch 3000% mehr Ding. So, Sektnotiz. Gott hat diese christlichen Camper an diesen Ort geschickt, um den Boden zu weihen. Vor all diesen Jahren lebten hier Kinder. Sie schliefen hier und priesen Gott in ihren Liedern und schenkten dem Boden auf diese Weise Kraft. Ich würde meine Seele darauf verwetten. Wir waren schon immer dazu ausersehen, hier unsere Saat auszubringen. Vergesst das nicht. Bewacht dieses Land, als wäre es einer der Ecksteine eben selbst. Jawohl, kaum. Are these Arskicks? Ich hab grad. Das ist der eine gerade eben gesprungen. Bye bye! Monster kill! 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 Verstärkung kommt aus östlicher Richtung! Nee. Da. Es gibt jetzt keine Verstärkung für euch. Hört auf mit dem Scheiß. Nervt mich jetzt nicht! Ist das Weed? Nee, das ist auch der Scheiß. Weil ich, wenn es Weed wäre, okay, ist in Ordnung. Aber alles andere? Nee! Ja, uff. Man kann die Dinger einfach kaputt schießen? Wusste ich gar nicht. Holz drauf, Petrische. Da haben wir noch was. Aber ja, als wenn uns die Pflanzen immer noch an den Sack gehen. Obwohl ich doch jetzt hier extra alles abgefackelt habe. Da haben wir noch was jetzt zum Aufbessern. Wartet mal, ich mach das hier noch voll und lass mir dann hiermit wiederum die Leute anzeigen. So. Weiß ich Bescheid. Fett dich! Die Musik. Psst. Die Mjucke. Das ist auch ein Archer gewesen. Lächerlich. Lächerlich. Wie er sich seine Wunde hält. Ugh. So, locker. Das war ziemlich peasy. Achso, übrigens, ich denke, dass heute wahrscheinlich, also heute Morgen am Sonntag, kein Fallout gekommen ist. Auch den Tag davor wahrscheinlich nicht. Alter, musste da jetzt echt zwingen. Easy weggeschnitzelt. Ich mach. Okay. Ja. Bitteschön, Snitchy. Hey.
Arbeit am Lager übrigens. Hülle. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt es einen gefährlichen Boomer. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Na. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Ich kam nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. So. Achso, habe ich das jetzt angenommen? Ja, es kam mir heute wahrscheinlich keine Fallout-Geschichte. Weil ich jetzt einfach die Far Cry-Sache doch so schnell mit nicht rumbringen wollte. Und, aber nicht so ultra. Es kam jetzt, glaube ich, gestern 5 Videos an einem Tag. Weil ich auch der Ding nachgekommen bin, dass es 2 oder eben mehr CSGO-Folgen geben soll. Und es ist, also ich denke, 5 ist schon viel zu viel. Und ich. Man darf, glaube ich, nicht über so ein gewisses Maß drüber gehen, sonst ist es wirklich zu krass. Aber ich denke, dass morgen dann wieder eine kommt, genau. Wahrscheinlich schaffen wir in dieser oder in der nächsten Folge noch die Fate. Und ja, dann denke ich, kommt auch schon direkt der Endfight. Also nehme ich an, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir warten mal ab. Was hat denn da rum? War der gerade Light Up oder was? Kämpfen die? Ist das jetzt ein normaler Mensch, der gerade rumgefightet hat? Ich glaube schon, ne? Die Leute schlagen zurück. Oha. Da ist aber jemand dick am Runterfallen. Ich stecke hier ganz schön ein. Wo bist du denn schon wieder? Wo ist denn die Alte jetzt schon? Kommst du mal mit? Was machen die da hinten? Du entkampfst mir nicht. Ich habe die kämpft gegen so einen Verrückten. Ob wir den Puma einfach nur fisten müssen? Und dann müssen wir ihn so richtig mit dem Bogen Hardcore-Snicky-Biki natzen. Schauen wir mal. Blümchen? Hallo, hallo. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Das meint aber schon. Das sieht nicht gut aus hier. Die ist uns ja echt hart direkt am Vergiften, die Alt. Puma. Da oben steht was. Jawohl, der war schon erledigt. Der ist hier überall einfach. Ständig portet sie diese Viecher hier rum. Hallo, ihr 2 Büffel. Ihr 3 Büffel. Alter, wer hat denn da jetzt geschossen? Wer hat denn da bitte schon jetzt geschossen? Oh, hoppala. Warte mal, kann ich... Ne, ich kann es nicht nehmen. Da rennt er. Hüsch. Das war ja richtig locker. $850 für so eine kleine Hans-Wurst-Mission. So, schnell weg hier. Bevor sie uns einfängt. Obwohl es wahrscheinlich auch wiederum nicht schlecht wäre, wenn sie uns langsam wieder einfangen würde, weil dann eben die gesamte Story weitergeht, denke ich. Diese eine... Gib Gas. Diese eine Hauptmission ist halt echt ein bisschen nervy, die hier. Weil wir da keine richtigen Koordinaten haben. Wir müssen halt echt rumfahren und hoffen oder darauf abwarten, dass was kommt. Das ist eigentlich nicht so meine Leibspeise, nicht wahr? Hallo? Wer schießt hier auf wen? Wer ist jetzt gut? Wer ist schlecht? Bitte sofort markieren. Das waren die Schlechten da links und jetzt sind sie weg. Da ist noch welche. Da unten. So. Ich muss ganz genau hier gucken, dass ich die Guten nicht treffe. Wow. Wo sind denn die jetzt? Unter mir war noch einer. Da sind auch noch welche. Ah, Sekten-VIP hier eliminiert. Jetzt haben wir es ja gleich. Sie ist gleich weg. Ja, das war so ein Drogenboot. Hier stand eins rum. Die stehen einfach irgendwo an der Seite. Hier war eben noch ein Flugzeug, oder? So ein kleines gelbes. Das ist doch lächerlich. Da fliegen einfach mal zum nächsten Wasserloch und hoffen, dass da auch direkt wieder eins steht. Wenn die einfach nur am Rand rumstehen, ich dachte, die sind so richtig unterwegs. Lass mal kurz. Ne, das ist ein Jetski. Lass mal kurz gucken, wenn die hier eh beladen werden. Bin ich schon dabei. Fliegen hier um den Außenposten mal drumherum. Und das ist dann der Außenposten, wo wir die Pistol-Action machen. Warum haben die vor allem dieses Drogenboot im Ding gehabt? Das war einfach nur ein See, ein kleiner. Macht nicht viel Sinn da. Oh. Oh.
macht nicht viel Sinn, damit zu einem zu einem Drogenboot umzustehen. Jawohl. Sind das jetzt Feinde? Ja, sieht so aus, das ist das. Nee. Oh, sorry. Leuchtet, das brennt das jetzt? Nee, das brennt glaube ich nicht. Drogenboot? Könnt ihr hier bitte Drogenboote machen? Oh, Leiche, ich meine normalen Menschen abgenutzt. Sorry. Drug bits? Are here any drug bits? Der Außenposten ist noch in der Nähe. Ich flieg noch kurz dieses kleine Stückchen hier und dann fliege ich zurück. Da, ne. Ist eine Jägerin. Ach komm, das ist doch lächerlich. Ich meine, es fehlen jetzt immerhin noch drei von beiden. Ich finde, das ist gar nicht mal so wenig. Dafür, dass die scheinbar so selten auftauchen, die Dinger. Naja, wir fliegen jetzt zur Station. Die wollen uns jetzt mal direkt einverleiben. Da steht noch jemand rum. Ich hole mir kurz die Mission ab. Das ist einfach nur, dass wir sie haben. So. Was macht denn da das Schild? Im Müll. Au, au. Hey. Hey. Ihm los. Das sind Arme. Weißt du, was ich meine? Nenn mich Tweak. Eigentlich Aaron, aber wir werden uns ja jetzt nicht ausweisen müssen, oder? Nein? War das nur in meinem Kopf oder nicht? Hallo? Ach komm. Ich bin so am Arsch. Wer? Was? Warum? Warum bist du jetzt am Arsch? Oh, fick dich doch, Mann. Ich lande extra wegen dem Vollidiot. Ja, okay, jetzt. Oh. Ich flankiere dich, Bitch! Ich lege an! So. Vielleicht geht's jetzt schnell? Scheiße, Erinnerungslücke. okay, kein Grund zur Sorge. Alles ist gut. Aha. Wir haben schon geredet. Oh, stimmt. Die neue Weltordnung bricht über uns herein. Oh! Er steht direkt vor mir auf einmal. Ey. So, macht er mich jetzt. Hat mich irgendjemand verraten oder was? Ey, wir verpissen uns jetzt hier. Ich habe. Der bringt Pech, der Kerl. Oder? Komm, ich versuch's noch einmal. Damit es die Mühe wert war jetzt hier. Mit dem Holzkopf. Hockt im Busch drin. Wow, wow, wow. Ha! Oh shit! Ich krieg was ab! Ey, zum Glück ist der über uns drüber gehuscht, ne? Ultralack. Hinten einfach das Ruder weggeballert. Warte mal. Was denkst du denn da jetzt? Komm her, so jetzt aber. Also dann? Die neue Weltordnung bricht über uns herein. Weißt du, was ich meine? Nenn mich Tweak. Eigentlich Aaron, aber wir werden uns ja jetzt nicht ausweisen müssen, oder? Nein? Dachte ich mir. Du siehst nicht nach Sekte aus. Eigentlich wirkst du eher total Anti-Sekte. Finde ich gut. Weißt du, ich arbeite an etwas für Leute wie dich, die sich gegen... Oh fuck, hört ihr die Mucke? Streng geheim, sehr... Psst. Ich betrachte mich als eine Art professionellen Amateurchemiker und ich habe Rezepturen, die dich härter, schneller, besser und stärker machen. Betrachte sie doch nicht als... Drogen, sondern eher als Leistungsverstärker. Das klingt doch gut, oder? Dachte ich. Aber das Problem ist, meine Vorräte gehen zur Neige. Ja. Brauche ein paar mehr spezielle Zutaten. Ich würde ja selbst gehen, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Wenn du Interesse hast, dann such alles zusammen und treff mich in Prosperity. Das ist die kleine Stadt südöstlich von hier. Okay. Hier hat Eden's Gate in Hope County angefangen. Warte mal. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich wusste es, dass wir es fast haben. Den Kram. Hört ihr die Mucke? Only You läuft. Man hört so ganz leise schallen. Ist irgendwie gruselig. Naja. Hier drin hat man es nicht, okay. Wisst ihr, vielleicht ist es auch außen einfach irgendeine Station, die das wirklich so abspielt. Aber ich glaube, dass Faith uns einen Sack gewählt. Da war ein Drogenboot. Hosch. Bitte sein Drogenboot. Das ging ganz schön auf die Phrase. Oh, ich bin total dran. What the fuck? It's my girl. My girl. Das sind die Bösen hier. Oder? So, weg mit denen. Second.
Ah ja, Pistol Action, denk dran, denk dran. Oh. Heli? Wo stehen? Okay. Also. Ich will jetzt eine schöne Pistol Action machen. Und ich hoffe. Sehr gut, da labert sie schon. Da oben. Wow. Geil. So. Ja. Oh. Ultra unauffällig. Er steht sogar hier drin und rafft's nicht. Oh, hört das Wort. Der Pfad nach Eden stellt all jene offen, die Faith folgen und den steht all jene offen, die Faith folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch unserer Priesterin an diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Hallo. Das haben wir schon gehört, die Predigt. Das hat sie uns ja live erzählt, ne? Wo, 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 wo? Easy! Und das war cool. Das war eine ziemlich chillige Action mit der Pistole. Sehr nares. Und jetzt müssten wir sie übrigens schon am Sack haben, ne? Die Faith. Wahrscheinlich holt sie sich zu uns. Holt sie sich? Ich meine, holt sie uns. Sie holt sich. Ja, das wird sie machen. Das wird sie easy peasy machen. Logge, flogge. Logisch. So. Achso, wartet. Bumm. Und jetzt mache ich direkt die neue Folge daraus. Achtung, bis gleich. Ciao, ciao.